Mein Name ist Christoph Riedweg und ich habe das unheimliche Vergnügen, seit 1996 hier an der Universität Zürich, unserer Alma Mater Turi Keynesis, die griechische Literatur in ihrer ganzen Breite zu vertreten. Und das ist wirklich ein riesiges Gebiet. Es beginnt mit Homer, den Anfängen auch der griechischen Lyrik, mit schon enorm subjektiv, emotional gesättigter Dichtung, die bis heute nachwirkt. Es geht dann hin zum Drama. Es gehören natürlich auch die Rhetoriker, die Sophisten dazu. Es gehört nachher die Philosophie ganz wesentlich dazu, mit Platon und Aristoteles als Höhepunkten. Es kommt als nächstes der Hellenismus und dann bis hin in die Kaiserzeit und die Spätantike. Und diese Spätantike wiederum, die hat eine eigene Faszination, die eigentlich für mich auch durchaus ausschlaggebend damals für die Wahl dieser Fächer war, weil es nämlich dort ja zur Verbindung dieser unheimlich reichen heidnischen Denktradition mit der jüdisch-christlichen gekommen ist und dadurch sozusagen die Grundlage unserer europäischen Identität geschaffen worden. Eben, wie bin ich dazu gekommen, überhaupt Griechisch und Latein und außerdem übrigens noch Musikwissenschaft zu studieren? Es war ein reiner Zufall. Ich bin aufs Gymnasium gekommen und wollte modern sein und Typus B mit Englisch wählen. Dann hatte ich aber einen fantastischen Musiklehrer, einen Hindemith-Schüler, der hier in Zürich bei Hindemith Kompositionsunterricht gehabt hatte. Und er hat mir bei der Wahl des Typus so vom Griechischen vorgeschwärmt, hat gesagt: Hör doch mal der Klang der griechischen Sprache, die Proportionen des Parthenon und so weiter, dass ich gedacht habe, wenn der das so empfiehlt, also dann muss ich das einfach wählen. Und dann bin ich nachher auch dabei geblieben. Beim Studium hatte ich nämlich zunächst auch gedacht, ja, das mache ich mal als Erststudium und nachher mache ich vielleicht noch etwas Nützliches wie Medizin oder Zahnmedizin oder so etwas. Aber dann hat sich eins nach dem anderen ergeben und die Sache hat mich einfach doch immer noch mehr gepackt. Und damit meine ich nicht zuletzt auch die unheimliche Aktualität der Antike. Das ist etwas, was mich nun in diesen 40 Jahren, in denen ich doch schon fast im Geschäft bin, wirklich täglich von Neuem wieder packt und begeistert. Es gilt in der heutigen politischen Großwetterlage nicht zuletzt eben für die politische Philosophie auch, wo man derart viele Anregungen für unsere Verwerfungen mit Populismus, mit Verunsicherung, mit Wutbürgern und allem bekommen kann. Aber daneben steht auch dieser ganze andere Schatz der griechischen Tradition, die Fragen des Lebens, von den Anfängen über Liebe, über Verlust, über Schmerz, über Tod und Vergänglichkeit, bis hin generell eben auch, was macht das menschliche Leben in der Gemeinschaft aus, das Zusammenleben, Fragen der Gerechtigkeit, der Ethik. Das ist etwas anderes, was einfach bis heute unheimlich aussagekräftig ist. Und dann daneben besteht auch die Schönheit dieser Produkte in etwas, das einem immer wieder von Neuem packen kann, eben auch Gedichte einer Sappho, von der ja tatsächlich durch Papyri immer wieder neues Material auch dazukommt, aber auch schon Archilochos und auch Lyrik generell. Das ist einfach ein unheimlicher Schatz und ich würde meinen, es lohnt sich für jeden und jede, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Also kommt nach Zürich und studiert griechische Philologie. Ihr werdet etwas fürs Leben bekommen.